Als nächstes bieten wir einen Wirt aus Salzburg auf die Bühne. Dominik Schilcher, magst du zu mir kommen? Genau. Ein Wirt aus Dominik, er wird uns etwas zur derzeitigen Lage der Gastronomie sagen. So, Dominik, schenk uns doch mal bitte reinen Wein ein. Reinen Wein? Reinen Wein. Bei uns gibt es nur reinen Wein. Ja, grüß dich, ich bin der Dominik. Ich bin seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig, über 20 Jahre. Und es ist grundsätzlich ein sehr spannender Beruf. Man muss ständig improvisieren, an die Belastungsgrenze gehen. Und es macht trotzdem immer wieder Spaß, die neuen Herausforderungen. Also ich konnte mir grundsätzlich keinen schönen Job vorstellen. Aber die Entwicklung geht leider ganz in die falsche Richtung. Scheinbar systematisch werden von verschiedensten Seiten uns Steine in den Weg gelegt. Ob das jetzt Regierungen sind, die im Wahlkampf Versprechungen machen, Sozialpartner sind, die Arbeitsbedingungen fordern, die einfach für Gastronomen nicht umsetzbar sind. Gastronomie ist es so schon sehr knapp kalkuliert und viele Betriebe schleppen sich von Monat zu Monat. Und mit den ständigen neuen Herausforderungen. Wenn ich denke, vor Jahren hat es das Rauchverbot gegeben, da haben die ganzen Wirten und Gastronomen haben Hunderttausende oder Zehntausende von Euros investiert in Lösungen. Und das hat man kurzfristig umsetzen müssen. So quasi der Wirt ist dafür verantwortlich, ob der Gast raucht oder nicht. Die Gäste werden bevormundet, es gibt keine Eigenverantwortung mehr. 4, 5 Jahre später kommt dann das komplette Rauchverbot. Die Investitionen können nicht mehr geltend gemacht werden. Scheißegal, ob das der Tod ist für viele kleine Beisel. Das ist, wie gesagt, die Eigenverantwortung weggenommen. Der nächste Skandal. Dann 2 Jahre später sind wieder die bösen Gastronomen, die bösen Steuerhinterzieher, die Wirte, die alle reich sind und den Staat bescheißen. Da gehören Kassensysteme angeschafft für Unsummen, damit der Fiskus ja jeden Euro sieht, obwohl ein Großteil der Gastronomen sowieso jeden Cent einzahlen muss, damit er die Schulden an die Banken zahlen muss. Die Wirte stehen am meisten selber 16 Stunden mit der Frau drinnen und zahlen sie die Angestellten. Aber wir werden als Verbrecher beschimpft und sind die Schuldigen des Staatsdefizits. Das kann es ja auch nicht sein. Aber die großen Internetfirmen, die internationalen Konzerne, welche mit Fördergeldern angelockt werden, haben Offshore-Konten, Steueroasen und da wird zugeschaut. Da macht die ganze EU nichts oder der Staat. Aber Hauptsache wir Wirten sind die Schuldigen. Wir sind schuld am negativen Defizit. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Dann kommen zwischendurch immer so kleine Verordnungen wie Allergenverordnungen, ist ja nichts dabei. Die Industrien, die Großen, die können sich das alles leisten, die haben Mitarbeiter, dass das alles klären können. Aber der kleine Wirt muss Ernährungsexperte sein, muss Koch sein, Kölner sein, Steuerberater. Und immer mehr kommt noch dazu. Das ist ein Wahnsinn mit dem Aufwand. Die Lohnabrechnungen werden komplizierter. Die Arbeitsbedingungen sind von den Sozialpartnern mittlerweile so, dass sie einfach nicht mehr umsetzbar sind. Ich habe einmal einen Koch gehabt, jetzt haben wir einen Fachkräftemangel, einen massiven. Dann hast du einen ungarischen Koch, der möchte 10 Tage durcharbeiten und 4 Tage frei haben, dass er heimfahren kann. Das kann ich nicht machen, weil er darf nur 7 Tage arbeiten. Wenn er jetzt das unterschreiben würde, er sagt, er möchte das unterschreiben, heißt es, nein, das darf er nicht, weil wer konnte das unter Druck gemacht haben. Dann sage ich, ja, was ist das? Ich brauche die Leute, wir müssen sehr gut behandeln. Die Branche wird einfach nur echt geschissen hingestellt. Ist einfach weit weg von der Realität, was wir da umsetzen müssen. Und die barbarischen Arbeitsbedingungen, wir sind schuld an die Burnouts, wir sind einfach schuld an allem. Und dann, ja, kommt der 16. März. Corona ist da, alles im Lockdown. Dann hörst du mal zu, was wird, und dann hörst du und denkst dir, okay, schickst die Leute in Kurzarbeit, das ist die Lösung. Du vertraust auf die Regierung, ja. Aber dass die Personalkosten im Monat voraus vorzufinanzieren sind, die Auszahlungen und die Abrechnungen hochkompliziert sind und extrem bürokratisch ausfallen. Das hat keiner gesagt. Ja. Dass die Überbrückungskredite sehr zäh oder gar nicht gelaufen sind, dass sie die Banken profiliert haben an den Krediten, dass die Eigentümer oder die Wirte mit Privathaftungen reingehen müssen, damit sie einen hohen Zinssatz kriegen, damit sie die Vorbelastung oder die Vorfinanzierung vom Staat übernehmen können. Das hat uns keiner gesagt. Sicher ist für die Arbeitnehmer alles eine gute Lösung gewesen. Aber die Branche muss bluten dafür. Und der Staat hat sich wieder mal schön abputzt. Ja, wie immer, es ist eh so. Ja.
Ich meine, wenn ich dann höre, dass einer sagt, wenn ich dann höre, dass einer sagt, wenn du teilweise wird, nicht zwei Monate überleben kannst, dann hast du es eh nicht anders verdient. Dann wird man ganz schlecht. Weil zwei Monate überleben ist eins, aber wenn ich die ganzen Kosten vortragen muss, das was nicht mein Problem ist, und dann kriege ich kein Geld dazu. Ja, da haben nicht umsonst schon einige zugesperrt oder viele werden noch folgen, ja. Da kann man zusätzliche Mehraufwände durch die Kurzarbeit, durch die komplizierte Abrechnung, die Betriebskostenunterstützungen, die wiegeln sich fast auf mit den Mehrkostenabrechnungen. Gut, dann gibt es eine Mehrwertsteuersenkung, was ich grundsätzlich für gut empfinde. Ja. Aber was bringt eine Mehrwertsteuersenkung für Betriebe, die keinen Umsatz haben? Es gibt, ja. Da kann ich mir schon Steuern sparen, wenn ich nichts umsetze. Aber wir dürfen uns eigentlich gar nicht beschweren, weil die Gastronomie ist ja daran schuld, dass wir dort sind, wo wir sind, weil es gibt ja keine Eigenverantwortung mehr, wir sind die Sündenböcke, weil Ischgl hat es ja gegeben und es gibt ja die ganzen Feiern und die Gastronomie ist ja ganz, ganz schlimm. Unsere Regierung hat überhaupt nichts falsch gemacht, so wie das Kleinwalsertal zum Beispiel, oder wenn ich mir die Bilder letzte Woche anschaue, nach einem Sieg oder nach einem Ergebnis vor der Wienwahl, wo sie so alle händeringend in die Arme fallen, das ist dann auf einmal alles kein Problem. Aber in der Gastronomie, wir sind der Sündenbock. Viele Corona-Auflagen sind eingeführt worden, was sicher notwendig waren oder auch nicht. Aber von der Branche ist zumindest alles, was gefordert war, umgesetzt worden. Ja? Jetzt haben wir mit Mühe und Not die Sperrstunden aber 22 Uhr. Das war, was wir brauchen. Kuchl ist in Quarantäne. Alle Betriebe in Kuchl dürfen offen haben. Nur die Gastronomie nicht. Und das Epidemiegesetz, was ausgesetzt worden ist, sorgt dafür, dass die alle durch die Finger schauen. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber wieder ist die Gastronomie der Sündenbock, weil wir dann sie nur beim Wirten damals infizieren. Es gibt so gut wie keine Rückverfolgungen von Covid-Überträgern, die auf Besuche in Restaurants zurückzuführen sind. Wenn die Lokale geschlossen werden, sind die privaten Treffen auch noch mehr und dann, ja, sind halt die Übertragungen mehr. Aber die Gastronomie ist der Sündenbock. Immer wieder. Jetzt gibt es die Gästeregistrierung. Dann heißt es, ich hab's die Wahl, Gästeregistrierung oder ich schließe das Lokal. Ja, das ist Erpressung. Das ist eine astreine Erpressung. Ich kann es nur machen. Es ist ein Wahnsinn. Wir werden nicht mit einbezogen in die Maßnahmen und Verordnungen. Die ganze Branche wird nicht mit einbezogen. Es wird geheim verhandelt. Wenn ich mal bei der Wirtschaftskammer unseren Vorsitzenden frage, um was geht's, was sagen wir, was will man tun, dann sagt der zu mir, er kann mir es nicht sagen, es wird ihm nichts gesagt. Unser Branchenvertreter weiß nicht, was verhandelt wird. Und dann werden wir vor veränderte Tatsachen gestellt. Das kann ja nicht sein. Prozent Auslastung gibt es in der Stadt, in der Hotellerie im Schnitt. Es ist gar nichts. Es wird sehr viele Arbeitslose noch treffen. Die große Arbeitslosenwelle wird noch kommen. Viele Betriebe werden zusperren. Und wir steuern auf den nächsten Lockdown zu. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, aber wir fordern einfach normale Öffnungszeiten. Wir fordern Transparenz. Wir wollen einfach wissen, was da wirklich los ist und wollen mit einbezogen werden. Und vor allem, wir sind nicht die Schuldigen daran. Die Gastronomie ist nicht schuld.